willkommen zurück. Hier, neues Video heute. Wir holen erstmal mein neues Moped heute ab. Noel, der hat mich heute mal gefahren. Ja, und ja, holen wir den Kahn mal ab heute, würde ich sagen. Nicht? Also in diesem Sinne, ich bin noch ein bisschen müde. Da wird noch Staub gesaugt. Ja, und ist mir egal, ich bin müde. Da wird Staub gesaugt. Im nächsten Leben werde ich übrigens Staubsauger. Das ist richtig geil. Weißt du warum, ne? Nee. Echt nicht? Nee. Du kommst dauernd in einer anderen Dose. Andauernd fässt dir jemand an die Stange. Ja? Und ab und zu wirst du an die Nachbarin verliehen. Okay, geht auch so. Ja, wie gesagt, wir holen heute das neue Moped ab. Wieso halte ich überhaupt die Kamera drüber, die Scheiße? So, holen wir heute das neue Moped mal ab, ja? Die Fatboy. Ja, genau. Und drehen mal eine kleine Runde damit, stellen sie weg und dann werden wir sie wahrscheinlich auch gleich pflücken. Und wir nehmen euch mit auf die Reise des Bekloppten und Verrückten. Ne? Stiefeln wir mal rein, gucken, wo die Karre steht, Junge. Ach, guck mal, da hinten steht sie. Bin ja mal gespannt, ob sie das Nummernschild jetzt angebaut, angeschraubt, angeklebt haben. Auf alle Fälle ist sie noch am Ladegerät dran. Angeklebt haben sie. Kick mal hier, das Tuning beim Nummernschild, Alter. Ob ich die Klammern mit dazu kriege? Finde ich ja schon wieder geil. Ja, witzig ist auch hier das Volltuning. Das, damit der Blinkerwasser nicht ausläuft hier, weißt du? Musst du die beidseitig auch, ne? Ja, sicherlich. Wenn du links abbiegst, musst du aufpassen, Wasser nicht rausläuft. Ja, aber ich finde, das sieht mit dem Reifen jetzt schon viel besser aus. Das sieht richtig geil aus. Oh Gott. Das erste Bier war schlecht heute Morgen. Aber gut, was soll man machen? Ja gut, dann wollen wir mal auf den Keks gehen. Ich krieg das Tankdeckel schon wieder nicht auf. Alter. Hallo? Der Spritteufel ist noch drin. Ein bisschen Suppe ist noch da. Was bekloppt ist. Ich darf das, das ist meins. Na, das soll mich ja wundern, Junge. Mit die Lenkers. Und wieder das kleine Ding. Ja, ja gut. Würde ich sagen, Stiefel nur mal rein zu Patrick. Ach so, ist immer noch 001 hier, Nummer 1, ne? Habe ich schon drauf gehabt. Ja, logisch. So, ich würde sagen, wir gehen mal zu Patrick rein. Da muss ich aber dann ausschalten, weil euch geht das nichts an, weil ich hier bezahle, nicht? In diesem Sinne, bis gleich. Ach, guck mal, da hat er schon einen Rucksack hingehängt für dich. Habe ich die extra besorgt, Junge. So gütig von dir. Für den, oh, das ist ein neuer. Den habe ich noch nicht. Oh. Dieser Harley-Rucksack. Der ist cool. Der ist cool. Ich weiß gar nicht, wen ich mir den letzten gegeben habe. Ich glaube, Mike. Ist da drin? Was ist das? Warning. Ja, wenn Warning draufsteht, mach das auf. Ach, bestimmt Überzieher für den Rucksack. Ja. Ich geh mal hier den Schiedendreck hier. Weißt du, was das ist? Der Rucksack. So, mal gucken, wo er steckt. Ich will ihn ja bleiben. Aber ich wäre soweit. Haben wir noch eine Einführung oder irgendwas? Nö, ne, brauchen wir nicht, ne? Ausführung. Was? Doch? Oha. Oha. Wir werden jetzt eingeführt. Rektal. Müssen wir mal fragen. Kann ich nicht fragen. Wer macht die Tür auf?
Alter. Was für eine Kunst, Alter. Oder auch nicht. Guck mal, Patrick macht die Tür auf. Oh, ich mach mal die Tür auf. Junge. Ja. Ja, ja, alles gut. Keine Ahnung. Der Tür. Schiebst du sie mir raus oder was? So, da hört man auch gleich den Auspuff. Scheiße, ist die laut. Tür aufmachen. Jetzt hast du nicht drauf, wie er sie schiebt. So, das ist bestimmt. Ja. Grenze. Was? Kennst du ja? Ja, die hat die da wieder, ja. Fragen, Wünsche? Schwarz, zwei Räder, Lenker. Ja, Ruder, Lenker, Räder, alles dran, ne? Oh, das war's. Kann losgehen. Einführung beendet. Ja, kennst du ja aus, ne? Ja. Ohne ganz, ne? Kennst du ja alles, ja, nichts anderes wie bei der Seaport zum Beispiel. Alles gleich. Ja. So ein bisschen Sprit drin oder was? Oh, sieht gut aus, ne? Alter Schwede. Alter. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine faule Harley hier rausgegeben. Boah, ist voll. Voll getankt. Die hat sogar Sprit drin. Ja, nicht schlecht. Ja, super. Gewaschen, geladen, getankt. Ja, das war's. Sehr schön. Das war's. Ja, Junge. War mir wieder eine Freude. Allzeit gute Fahrt. Ne? Ich danke dir. Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Spaß beim Umbauen auf jeden Fall, ne? Ja, das wird natürlich nochmal eine große Nummer werden, das Ganze. Ne? Irgendwo habe ich auch gesehen, YouTube oder so, ne? Hast du einen Kanal oder sowas, ne? Ja. Gesehen, also liegen schon ganz viele die Teile bereit. Irgendwo habe ich das gesehen. Echt? Mit Max zusammen, ja. Scheiße, er hat es gesehen. Ich habe doch gesagt, ich baue nichts auf. Die haben die Augen überall. Ja, ja, nee, das mache ich auch immer. Da habe ich dich auch erwähnt, ne? Ja, ich hoffe positiv, ne? Ja, ja, sicherlich. Gerade mit dem Video, was wir hier drinnen gedreht haben. Ja, sauber. Ne? Und dann müssen wir gucken, was wir als nächstes kaufen, ne? Ja, schauen wir mal, ne? Kriegen wir hin. Alles klar, Patrick? Viel Freude, hau rein, ne? Ich danke dir. Hau rein, ciao. Schönen Tag dir. Ja, das war Patrick jetzt hier, mein bester Lieblingsverkäufer hier, ne? Der verdient die meiste Provision nur bei mir. Ist das Moped? Es steht draußen. Es kriegt jetzt mal Tageslicht. Sieht schon gut aus, ne? Wollen wir sie mal ankacheln oder was? Kacheln wir anders. Wir kacheln sie mal an, dann rauchen wir noch eine und dann kacheln wir los. Bin ja gespannt, Junge. Echt, ey. Willkommen zurück hier zu Hause mit dem Moped, mit die neue Moped. Haare liegen. Gut, gehen nachher zum Friseur, dann liegen sie wieder. Ja, Fazit, ersten 350.000 Kilometer jetzt von Harley zu mir nach Hause. Laut, läuft gut, Wespe. Gut, ich bin eigentlich aus dem Osten, aber es ist eine Wespe. Läuft gut, ja, und ist laut. Und sieht immer noch geil aus, nur mein Schild hat gehalten, auch wenn sie es gerade erst angeklebt haben. Wie gesagt, erste Fahrt war ganz gut. Kann man eigentlich nie meckern. Und Patrick war selbst verwundert, der Tank ist voll. Habe ich auch noch nie gehabt, dass ich einen vollen Tank gekriegt habe, wenn ich ein Motorrad gekauft habe. Oh, wir haben jetzt mal schnell einen Akkuwechsel gemacht. Irgendwie hat den nicht so ganz hingehauen. Boah, ist immer so. Oh, ist das ein bisschen länger. Geil, ich wollte immer mal ist halt ein lang, Junge. Wird man von hier mehr unterbrochen, ja, klingelt dauernd immer die scheiß Telefon, Junge. Der, der die Hände erfunden hat, die müsste man heute noch verprügeln, glaube ich, ne? Andauernd bimmelt's, ja. Mehr gibt's gar nicht heute zu sagen dazu, ne, würde ich sagen. Blinkerwasser ist jetzt auch alle, weil wir haben hinten die Aufkleber, hätte ich beinahe gesagt, hier Panzertape abgemacht. Weil die haben sie die Gläser geklaut oder hatten sie versucht, dabei haben sie alles kaputt gebrochen, die Idioten. Aber ich habe gesagt, brauchen sie nicht neu machen, weil reißen sie sowieso alles runter. Ja, dann versuche ich sie jetzt mal da irgendwie reinzustellen, ne? Ja.
Wir stellen sie einfach irgendwo hin. Ich würde sagen, pass auf, wir suchen uns einen Platz. Ja, ihr schaltet jetzt mal ab, ne? Liken, Daumen, Glocke, Socke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Rinje hauen und tschüss. Jetzt wollte ich hier so einen geilen Endshot machen.